5:11 MDR aktuell, der frühe Blick auf den Nachrichtentag, an dem die EU einen weiteren Versuch unternehmen wird, den für März kommenden Jahres geplanten Ausstieg Großbritanniens aus der Union zu regeln. Am Abend kommen dazu die Staats- und Regierungschefs zusammen und haben offenbar ein neues Verhandlungsangebot im Gepäck. Medienberichten zufolge will die EU die Übergangsfrist bei einem Brexit nun bis Ende 2021 verlängern. Bisher sollten die Sonderregeln beim Binnenmarkt und der Zollunion nur bis Ende 2020 gelten. Im Gegenzug erwartet die EU den Berichten zufolge ein Entgegenkommen Großbritanniens im Streit um die künftige EU-Außengrenze zwischen Irland und Nordirland. Ja, die Nordirland-Frage ist der Knackpunkt in den Brexit-Verhandlungen. Die Hintergründe dazu erfahren Sie bei uns online auf mdraktuell.de. Nach der Geiselnahme und dem Brandanschlag in Köln hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen, auch wenn das Motiv des Täters noch immer unklar ist. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung fanden Ermittler größere Mengen Benzin. Der verdächtige Syrer hatte am Montag im Kölner Hauptbahnhof ein Feuer in einem Fastfood-Restaurant entzündet. Anschließend nahm er in einer Apotheke eine Geisel. Zwei Frauen wurden verletzt, der mutmaßliche Täter von der Polizei niedergeschossen. Er liegt derzeit im Koma. Der Mann hatte in dem Restaurant auch selbstgebaute Sprengsätze hinterlassen. 3 Tage nach der Landtagswahl in Bayern haben die Sondierungsgespräche begonnen. Am Vormittag startete zunächst ein Treffen zwischen der CSU und den Freien Wählern. Am Nachmittag wollen CSU-Chef Seehofer und Ministerpräsident Söder dann mit den Grünen zusammenkommen. Gleich im Anschluss will die CSU entscheiden, mit welcher Partei sie Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Im Fall des mutmaßlich ermordeten Journalisten Khashoggi steigt der Druck auf Saudi-Arabien. Der UN-Sonderbeauftragte für Folter, Meltzer, drohte mit internationalen Ermittlungen. Auch die G7-Außenminister fordern in einer Erklärung, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Khashoggi wurde vor 2 Wochen zuletzt beim Betreten des saudischen Konsulats in Istanbul gesehen. Bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen ist nach palästinensischen Angaben ein Mann getötet worden. Israels Armee erklärte, sie habe mit den Angriffen auf einen Raketenbeschuss aus Gaza reagiert. Dabei war eine Rakete in ein Wohnhaus der israelischen Wüstenstadt Beersheba eingeschlagen. Verletzt wurde niemand. Eine zweite Rakete stürzte ins Meer. Die nordirische Autorin Anna Burns ist mit dem renommierten Man Booker Preis ausgezeichnet worden. In London erhielt die 56-Jährige die Ehrung für ihren Roman Milkman. Das Buch stellt die Gewalt im Nordirland-Konflikt aus der Perspektive einer jungen Frau dar. Der höchste britische Literaturpreis geht damit zum ersten Mal nach Nordirland. Beim Wetter bleibt alles wie gehabt, die Aussichten für heute. Der Nachmittag ist überwiegend sonnig und trocken mit einigen lockeren Wolkenfeldern. Die Temperatur steigt auf Höchstwerte von 19 bis örtlich 23 Grad. Soweit die Meldungslage am Vormittag. Was bringt dieser Nachrichtentag noch? Unter anderem diese Themen. Wie weiter in Europa? Na, noch vor dem am Abend beginnenden EU-Gipfel wird Bundeskanzlerin Merkel am Mittag im Bundestag eine Regierungserklärung abgeben. Warum gibt es im reichen Deutschland noch immer Armut? Die Nationale Armutskonferenz stellt heute ihren sogenannten Schattenbericht vor, der genau diese Frage beantworten soll. Und warum fühlen sich viele Ostdeutsche zu wenig repräsentiert und zu wenig ernst genommen mit ihren Erfahrungen? Diesen Fragen geht die Bundesstiftung Aufarbeitung verstärkt nach. Heute feiert sie ihr 20-jähriges Bestehen. Bilder und Berichte zu diesen und anderen Themen sehen Sie in den Abendausgaben von MDR aktuell. Die erste gibt es wie gewohnt um 17.45 Uhr. Rund um die Uhr gut informiert sind Sie mit der Nachrichten-App von MDR aktuell und ganz sicher gut unterhalten. Jetzt im Ländermagazin MDR um 11 Uhr.